Hallo Leute, ich wollte mich nur mal melden. Ich mache gerade ein bisschen eine turbulente Zeit durch und komme gar nicht richtig dazu, Elektroautosendungen zu gucken und habe ehrlich gesagt auch gar nicht so viel Lust. Aber ich wollte mal ein Lebenszeichen geben. Ich zeige euch dafür mal, wie es hier so aussieht im Januar. Anfang Januar sogar, eigentlich schon noch schön. Das ist der Peñón di Fatg, der Hausberg von Calpe. Hier haben wir den Strand. Playa de la Fossa. Da hinten der Berg ist Cumbre del Sol, da kommt mein Internet her, per Funk. Vor dem Berg ist noch, liegt noch Moreira. Patsy, mein Hund und ich, wir machen jetzt einen schönen Spaziergang. Dann gehe ich noch in den Hundepark mit ihr, weil jetzt nach dem Hundesitter ist sie sich wieder gewohnt, viel mit Hunden zu spielen. Und dann will ich ihr die Möglichkeit auch geben, dass sie das nicht wieder verlernt. So, jetzt sind wir schon mal am anderen Ende des Strands. Es ist halt leider wieder windig und ich habe kein Mikro dabei. Ich muss entschuldigen, das war relativ spontan. Das hier ist auch eine wunderhübsche Bucht, finde ich. Das Wasser hat immer so schöne Farben. Naja, gut, jetzt geht es gerade. Schon zu viel Schatten drin ist, aber ja, ich glaube dazu, Deutschland, Schweiz braucht es sich trotzdem nicht zu verstecken. Jetzt sind wir im Hundepark. Ich kann hier hinterher rennen. Ich weiß auch nicht, der Park wurde mal angelegt, aber seither wird er irgendwie sich selbst überlassen, wuchert total zu. Das gefällt meinem Hund natürlich. Aber für mich ist es ein bisschen schwierig, weil ich kann ihr nicht folgen. Ich sehe sie nicht mehr. Die Mauern sind auch nicht unbedingt so hoch, dass ich sicher sein kann. Schon steht sie hoch. Patsy, ah, ah. Also, es ist nicht denkbar sicher, diese Runterfahrt. Naja. Hey. Genug für heute. Und jetzt soll ich da an der Straße zu oder wieder ans Meer runter? Ich glaube, ich gehe wieder ans Meer runter. Das ist schöner. So, zurück im Strand. Die Schatten werden länger. Hier sehen wir mich. Illegale Kopien verkauft worden. Im Sommer kann man hier manchmal kaum gehen vor lauter Leuten. Jetzt hält es sich doch schwer in Grenzen. Dann sind wir wieder beim Auto. Viele Menschen sitzen draußen. Wind hat gerade etwas nachgelassen.
Ja. Oder auch nicht. Und die Sonne ist schon da drüben. Aber ich finde es trotzdem wunderschön hier. Autos hat es dann doch noch erstaunlich viele. Manchmal war zu der Jahreszeit irgendwie alles leer. Die Zeiten ändern sich anscheinend. Ah, da ist ja mein Auto. Wie haltet ihr das eigentlich mit der Autowäsche? Ich mag diese automatischen Waschanlagen nicht. Ich denke, die schaden dem Lack. Ich habe das jetzt mit Hochdruck abgespritzt. Aber so wirklich sauber wird es nicht irgendwie. Es bleibt so eine Schicht zurück. Wie macht ihr das? Auto. Dieses Auto hat gestockt. So, ich sie reinheben. Wenn sie dann merkt, dass ich sie reinheben will, dann springt sie garantiert. Hey! Schauen Sie ein bisschen dem Flugzeug nach. Hey! Also ich habe sie reingehoben. Ich glaube eher, das ist mehr Verweigerung, als dass ihr das weh tut. Jetzt schließt die Klappe wieder nicht richtig. Und jetzt geht sie auch nicht mehr auf. Jetzt muss ich erst das Auto entriegeln mit dem Schlüssel. Jetzt ist gut. Weil wenn ich sehe, was die sonst so springt, kann das so schlimm nicht sein. Naja, mein Rücken macht das auf Dauer dann auch nicht mit. Na? Du Weibchen. Okay, jetzt muss ich mal noch was einkaufen gehen und dann geht's wieder nach Hause. So. Der Kona hat jetzt übrigens 2226 Kilometer und ich bin immer noch vollauf zufrieden. Was kann der Verbrauch? Ist das über die letzten 2222 Kilometer? Ist der Durchschnitt 14,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer? Okay, das soll es für heute gewesen sein. Tschüss.